Das ist einer der Aspekte, die von Islamkritikern benutzt wird. Besonders immer diese Beziehung zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den damaligen Juden wird immer wieder benutzt, um zu sagen, oh, guck mal, wie schlimm der Prophet war, alaihi salatu wasalam. Nummer eins, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ist nicht einfach so hingegangen und hat gesagt, wisst ihr was, geht mal weg. Das ist Nummer eins. Sondern erst als sie angefangen haben, laut darüber zu reden, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam besiegen werden. Und wir leben in einer Zeit, in der wohl bekannt ist, wie es ist, wenn eine Gruppe von Leuten über Gewalt redet und Gewalt redet, irgendwann mal wenden sie diese Gewalt auch an. Ja? Und deswegen ist es etwas Klares, dass man nicht erst wartet, bis sie die Gewalt anwenden, sondern vorher sagt, tschüss. Das ist Punkt 1. Das heißt, nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat begonnen. Zweitens, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam alle Ungläubigen einfach drauf los bekämpfen möchte, vertreiben möchte, es gab noch drei andere jüdische Stämme, hat er sie auch rausgeschmissen zu diesem Zeitpunkt? Nein. Wenn jemand ungerecht wäre, dann hätte er gesagt, okay, alles klar, alle Juden bitte auch raus aus Medina. Alle Stämme. Nicht nur Bani Qaynuqa. Aber so war er nicht. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam war gerecht. Die anderen haben das ja nicht gesagt. Die anderen hatten nichts damit zu tun. Also war dieses Urteil nur für die Leute, die tatsächlich vorhatten, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu gefährden. Und das ist wichtig, dass wir wissen, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam hat die Juden nicht vertrieben, weil sie Juden sind. Nein, sonst hätte er sie ja schon zu Beginn vertreiben können. Oder auch zu diesem Zeitpunkt hätte er die Chance ergriffen und alle vertrieben. Aber so ist das nicht. Das heißt, er hat sie nicht vertrieben, weil sie Juden sind, sondern er hat sie vertrieben, weil sie gesagt haben, dass sie den Propheten bekämpfen und besiegen werden. Also kam es eben zur Vertreibung von Bani Qurayza. Und danach, die anderen Stämme hatten auch dann leider später einige Aktionen getätigt, warum es auch zu Vertreibungen oder auch zum Krieg gekommen ist mit einigen Stämmen. Das werden wir aber inshallah ta'ala noch erwähnen. Es gibt in der Sira, also in den Sira-Büchern, noch eine andere Geschichte für, also einen anderen Grund für die Vertreibung der damaligen Juden von Bani Qaynuqa. Und zwar heißt es, eine muslimische Frau war bei einem Goldverkäufer, heißt wie? Juwelier, sagt man? Sagt Lauche. Juwelier. Und sie saß dort und sie hatte ihr Gesicht bedeckt und er hat ihr gesagt, zeig mal dein Gesicht. Sie wollte es nicht. Ja, da kam jemand und nahm, ohne dass sie es spürt, ihr Kleid von unten und machte es irgendwo fest. Sie saß ja. Als sie aufgestanden ist, war sie halbnackt. Da schrie sie ja, um Hilfe. Also kam ein Muslim und kam zum Kampf mit diesem Juwelier und er hat ihn getötet. Der Muslim hat diesen Juwelier getötet, ein jüdischer Juwelier. Und so kamen die anderen Juden und haben den Muslim getötet. Und das soll der Grund gewesen sein, warum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dann eben die Juden vertrieben hat von Bani Qaynuqa. Allerdings sagen die Gelehrten, diese Geschichte ist nicht authentisch. Ist sehr verbreitet in den Sira-Büchern.